Ja, willkommen zur 18. Folge meiner Let's Play-Serie. Ich habe am Ende der letzten Folge gerade hier den D-Mark-Sanya Foundation den Krieg erklärt. Dort habe ich noch gar nicht in Bewegung gesetzt. Die geht hier mal direkt Richtung Hauptstadt von denen. Ja, jetzt gucke ich hier gerade noch mal rum. Sieht denn das aus, wenn ich das richtig gesehen habe, gerade hier in der Pause, Sternenkammer, genau. Ich brauche ja noch einen neuen Rivalen. Nachdem hier, ich ja hier die Icirians hatte, aber die sind ja inzwischen vasalliert worden von mir. Jetzt habe ich momentan noch hier Nekomas League als Feind gesetzt und hier das restliche Zipfelchen Jaskawas League. Naja, so da ist das jetzt auch nicht. Ich glaube, ich nehme mal Dabulan hier. Ran hier. 0,3, naja, das wird sicher auch noch ein bisschen besser. So nach und nach. Ansonsten denke ich hier die Zynor und die Thebadoran, die werde ich denn da habe ich auch eine Botschaft, weiter versuchen als Freunde zu erhalten. Und ich habe bei denen hier, mal gucken. Also ich denke mal, wahrscheinlich Glöran oder so würde ich denn perspektivisch auch noch als Rivalen nehmen, wenn ich denn die hier umgehauen habe. Ja, hier ist dann auch noch ein Kolonieschiff fertig. Naja, noch ist leider nicht fertig, aber wenn das dann fertig ist, dann werde ich hier Ushkarum eine neue Kolonie gründen. Das ist zwar eine Ozeanwelt, und ich bin ja bisher nur ja, auf voller Kolonisationsbonus. Den kriege ich nur, naja, Bonus, was auch immer. Wenn ich mit den Hazarder siedle, die sind halt auf Ozean, dann haben sie halt 80%, bei mir sind es nur 60. Aber ich habe eben hier in Kürze, naja, in Kürze ist gut, aber kommt ja dann doch schon bald, die Umweltanpassung als Mechanik und dann kann ich die eben auch, zumindest wenn sie denn gelandet sind, da auf Ozean einstippen und dann kriege ich da auch 80%. Soweit der Plan. Das wird aber auch bedeuten, sieht das hier schon, dann habe ich halt einen Planeten mehr. Einer muss irgendwo dann noch im Sektor und ja, R3 wird das nicht sein, der ist ja irgendwie total weit weg vom Rest. Müsste ich hier was zwischen machen, aber das passt eh nicht so ganz, weil die Erde sowohl als auch hier auf Sirius und Valas, die Systeme, die will ich behalten als Kernwelten. Ist ja auch, ja, hier, Abbasus, der ist auf Energie spezialisiert, Arcadia auf Mineralien und das wäre sowieso dann ein bisschen ungünstig mit der Spezialisierung. Ich glaube, das kriegt die Sektor-KI nicht hin. Die ist sowieso, wie ich zuletzt dann schon gesehen habe, ziemlich unterirdisch. Wenn ich mir überlege, was die bisher hier aus Hisram und Philamir gemacht hat, die hatte ich ihnen ja mehr oder weniger direkt nach der Kolonisierung dort, ja, hatte ich den Sektor übergeben. Und wenn ich mir denn das angucke, es ist ja wirklich traurig, traurig, traurig. Ich würde das traurig am liebsten noch 20 Mal wiederholen. Er hat es gerade mal geschafft, hier den Außenposten hinzustellen. Und da ist ein Physiklabor und Bergbaunetzwerk. Also das ist wirklich, es ist unglaublich, wie schlecht und schwach diese KI dieses Ding verwaltet. Ich verstehe es nicht. Zumal das prinzipielle Einkommen, was hier ist, doch eigentlich ziemlich gut ist. Ich meine, der hat 1100 Mineralien rumliegen. Der hat sogar einen Gouverneur hier, der die Kosten für das Bauen noch 20% senkt, der könnte die ganzen Planeten vollknallen mit den tollsten Bauwerken, aber nichts passiert. Wie sieht's hier aus? Das ist das ist ja fast ein bisschen besser. Immerhin den Außenposten, das schafft er offensichtlich, wenn das ausreichend besiedelt ist, denn den Außenposten zu gründen. Da hat er dann halt hier eine Farm und zwei Labore hingesetzt. Physiklabor 1, Physiklabor 1, also, oh, das ist unglaublich. Aber naja, was will man machen? Es geht ja halt nicht. Ich kann nicht alle verwalten von der Menge. Ich habe ja dieses Limit, aber das verknüpft mit dieser wahnsinnig schlechten Sektor-AI, das ist schon unglaublich. Also, wenn sie da nicht bald mal eine Verbesserung kriegen, also, ich weiß nicht, was das werden soll, weil, ja, muss ich das nochmal angucken. Das ist unterirdisch. Naja. Okay, was soll's. Machen wir mal unseren Kampf hier weiter und ärgern uns da nicht zu sehr. Ja, hier ist wie gesagt das Kolonieschiff im Bau. Ich werde denn da gründen. Und weil das mit dem Planeten eben so ist, habe ich geplant, dann Beta Hydri eben in den Sektor zu tun oder nicht in den, in einen neuen Sektor. Und ja, damit das denn
halbwegs vernünftig geht, will ich den hier vorher noch auf eben hier den Außenposten aufrüsten und will dann da auf jeden Fall auch noch hier den, wie heißt das Ding, Planetenkuppel, Quatsch, Paradieskuppel bauen oder zumindest mal einen Auftrag geben. Wahrscheinlich werde ich da hier einige Sachen rauskürzen müssen. Es ist ja nicht mehr so weit, weil ja, wenn man das sieht, was aus den anderen Planeten hier geworden ist, das wahrscheinlich muss ich sie demnächst dann nochmal kurz rausnehmen aus dem Sektor und dann mal mit den passenden Gebäuden vollknallen, weil das geht ja nicht so wirklich nicht. Da drehen einem ja die Augen. Naja, mach mal weiter hier. Muss das hier mal beobachten, wann denn hier irgendwo der Einwohner da ist, der fünfte. Aber weit kann es ja nicht, kann ja nicht mehr lang dauern. Was haben wir denn hier? 1,8 pro Monat. Das ist eigentlich nur noch einen Monat weit. Dann ist es schon soweit. Stopp. Alles klar. So, dann komm mal her. Außenposten rein. Der Baumeister ist schon da. Dann werde ich jetzt auch alles, was ich sonst noch gebaut habe, hier erstmal abbrechen. Weil das alles unwichtig ist im Vergleich. So, sollen wir mal den hier bauen? Naja, das schafft er zeitlich auf jeden Fall, denn bis der andere da gelandet ist, dann ziehe ich jetzt erstmal hier noch dann Forschungslabor und dann werde ich ja sehen, wenn er hier soweit ist, dann gibt es da die Kuppel und dann wird das schon passen. Der ist ja noch gar nicht losgeflogen. Wollen wir mal gucken, naja, wo der Planet ist, das sieht man ja zumindest. Also ich war ja schon mal da vor ein paar Jahren, als ich die hier befreit habe. Da ist ein Handelsabkommen mit denen ausgelaufen. Was haben wir denn hier jetzt? Da ist. Was ist das denn? Verteidigungsplattform. Oh, ein Überlichtsprungverhinderer. Aber hier ist auf jeden Fall ein Korvettenhäubchen, wo man dann mal schöne Sachen rausholen kann. Dann machen wir den da oben. Dann schon mal den Absammler hierher holen. So, und der müsste denn ja auch hier noch. So, alles klar. Dann kannst du da bombardieren. Der kann hier ran. Haben wir da noch was? Ja, haben wir. Mal gucken. Komm mal hierher. Den hauen wir mal nach oben. Das ist hier seine Wohnung. Hat der da eigentlich. Naja, mal gucken. Ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der hier mit dem Warp unterwegs war. Nehmen wir mal hier die Korvette von ihm. Nee, Wurmlochantrieb. Okay. Hä? Okay. Dich verstehe ich jetzt nicht. Das heißt, deine Konstruktionsschiffe sind unterwegs mit Wurmantrieb und die Korvette und. Tja, naja, gut, da könnte sich das ja irgendwo anders zusammengeklaut haben oder erforscht haben oder was auch immer. Ist ja interessant. Nun gut. Muss ich natürlich jetzt hier auch ein bisschen aufpassen. Warten wir mal hier, dass die sich hier nicht begegnen. Ich hoffe, die Forschungsschiffe brauchen noch einen Moment. Meine. So, mach mal hier weg, das Ding. Und der ist sowieso schon da. Komm, Hause weg, bevor der da kommt. Oh Mann, mach jetzt nicht sowas. Warte mal, der hatte die zwei da oben. Na, das kann ich auch hinterher wieder setzen. Dann nehme ich den doch erstmal noch weg. So, du auf den hier drauf. Naja, klar, der ist halt schneller als die anderen. So, komm rauf auf die Korvette.
So, alles klar. Hier ist die Sache, glaube ich, soweit ordentlich gelaufen. So, und dann, bevor ich die Sachen hier alle vergesse, erstmal gibt es noch eine Botschaft. Aha, die Jungs von da unten, naja, alles klar, da ist das Kolonieschiff. Das wird dann hier gründen. Ja, das sieht ja wirklich aus wie Ozean. Shadow. Hier sieht es auch gut aus. Vier Felder. Kein Forschungsfeld, was ich dadurch kaputt mache. Beta-Hedri der Außenposten, naja, werden sie schon schaffen. Wichtig ist ja nur, dass ich die Dinger in Auftrag gebe. Danach wird es schon funktionieren. So, was sagt hier die Forschung? Naja, das zieht sich schon noch eine Weile hin. So, Moment, hier wartet einer schon. Der soll denn hier auch. Dann mache ich mal gerade hier noch die beiden Bergbaustationen. Und der zweite, der kann auch hier hin. Okay. So, gerade noch mal gucken. Hier ist ja gleich das Uranium-Kraftwerk fertig. Da muss ich direkt mal gucken. Also ich hatte teilweise mal den Eindruck, dass das nicht so recht funktioniert. Jetzt werde ich mal genau drauf achten. Also die Schiffe, die ich habe, die Zerstörer mit vier Panzertorpedos, sind bei 11,25 DPS sozusagen. Gucken wir doch gerade mal hier. Ach, DPS, ach, was soll's. Wenn ich den hier baue, 12,36 gesamt, das ist, glaube ich, das gleiche. Na gut, noch ist die Station ja auch nicht fertig. So, der geht jetzt hier ran und bombardiert. Macht die Dinger weg, also die Verteidigung weg. Und dann kommt die Truppe. So, der ist hier fertig mit seinem Uranium-Kraftwerk. Und jetzt hatte ich eigentlich auch hier nochmal geschaut. Das ist. Moment. Komm mal du hier ran. Ich wollte nämlich. Ja, da. Das Ding ist verbraucht, obwohl es hier drin ist. Das heißt, im Grunde verbraucht die Station jetzt hier wirklich das Uranium, was ja auch wichtig ist. Dafür habe ich sie ja gebaut. Nur. Der Zerstörer ist ja immer noch bei 2,36. Ja, ich wusste, es funktioniert wieder nicht. Wir mal ein paar hier reinsetzen. Und ich glaube, hier Erde immerhin ist hier drin. Sollte 10% Explosivwaffen. Wenn ich jetzt hier rangehe, hatte ich da auch irgendwo gesehen. Dann habe ich als Schiffsmodifikatoren, gut, die Feuerrate explosiv. Das habe ich ja global als Technologie erforscht. Ausweichen, Trefferpunkt, Panzer und Warnschaden. Fällt aus, ist nichts drin. Ja, tja, das ist halt Käse. Das Ding ist quasi, ja, wobei er ist eigentlich eben auch nicht abgebucht. Strange. Ist vielleicht einer von den anderen hier, der Hazards? Mal gucken, ob der hier irgendjemand so ein Ding gebaut hat. Da hat keiner was gebaut. Könnte ja eigentlich gar nicht sein. Weil ich hatte ja die Technologie noch gar nicht. Nee. Nee, ist nix. So, Fehler mir. Tja, ich habe keine Ahnung. Das Ding ist zwar nicht weg, aber irgendwie ist es doch weg. Man sieht ja hier, also hier, wenn ich so ein Kraftwerk auf der Oberfläche bauen will, dann sagt er mir, ja, Rohstoff fehlt. Hier sieht es aus, als ob der Rohstoff vorhanden ist. Und ja, die Raumstation, wenn ich Schiffe baue, da scheint sich's auch nicht auszuwirken. Es ist ein Mysterium. Naja. Wollen wir mal hier die Sache begucken, wie das hier läuft. Da kommt ein kaputtes Konstruktionsschiff angehoppelt. Und Beta Hedri hat den bald fertig, den Außenposten. Das ist schon mal gut. Tja, ich werde das vielleicht sogar anders machen. Ich gebe die dann einfach erstmal in den Sektor rein. Und dann hole ich sie hinterher halt kurz mal raus und baue den da. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn ich jetzt jedes Mal hier warte, bis ich die 5 Einwohner zusammen habe. Das erscheint mir doch relativ lang.
Da sind so viele Planeten im Südwesten. Wenn ich das wirklich alles abwarten will, ich denke, das ist keine tolle Idee. Insofern denke ich, mache ich das doch anders. Mach mal hier Kolonieschiff, fanatisch, spiritualistisch, ja. Das ist der richtige. Railguns hat er gefunden, okay. Der hat verbesserte Deflektoren gefunden. So, der wird jetzt hier gegründet, okay. So, einen Moment mal hier. Der ist fertig. Dann kann ich ja hier mal einmal Paradieskuppel bitte. Fehlt die Energie, aber das ist schon okay, kein Problem. Dann machen wir hier die ganzen Dinger, die Forschungsstation. Mal grün. Okay, so, der ist glaube ich soweit jetzt, dass er halbwegs zurechtkommen sollte. Dann machen wir hier einen Sektor neu. Das geht dann auch da mit Ulimar. Und auf Ulimar wird dann auch das Kolonieschiff, wenn es denn da ist, anfangen. Ja, zu kolonisieren. So, der macht den, der macht den. Könnt ihr durchziehen hier. Tja, wenn ich den jetzt hier angucke, 12,36, die 10% sind einfach nicht da. Naja, okay, wer weiß, vielleicht liegt der Fehler auch wie so oft oder sitzt vielmehr vor dem Monitor. Nochmal Deflektoren. Ich glaube, hier war gar nichts. Nee, da war wirklich nichts. Okay, dann kann ich die zwei auch mal hier weiter auf Reisen schicken. Hier ist es ja gleich soweit. Ich vergesse das immer wieder auf Ausweichen zu stellen. Wer weiß, auf wen die da treffen in den anderen Systemen. Das kann ja da auch mal schnell schief gehen. So, 443, gleich haben wir sie ja kaputt bombardiert. Die Planetenverteidigung. Aha, na gut, du willst mich dann auch als Rivale haben. Akzeptiert, ich hab's ja auch gemacht mit dir. So, na dann mal rauf hier auf dem Planeten. So, 15, 15, naja gut, das geht schon. Wobei, das sind eben wirklich wahnsinnig viele, also da kriegen meine Leute hier schon auch ganz schön Schaden, das muss man natürlich auch feststellen. Aber naja, ist es dann halt mal immerhin. Die Eroberung hat funktioniert. Ich habe gerade mal kurz Pause, weil die war ja genau, der ist nämlich ja auch so weit. Hat denn zwei Forschungsstationen nur? Kann das denn sein? Das ist ja fett. Das ist ja unglaublich hier. Naja, okay. Mach das da mal. Das war ja auch die Idee. Ich denke, hier werde ich denn doch noch mal eine ganze Ecke länger sammeln und die werden in den Planeten mal hier versuchen zu halten. Und ich da weiterziehe, wobei ich kann ja jetzt eigentlich schon weiterziehen. Genau, mach mal. Wir können zum nächsten, da haben wir auch noch was zu zerschießen. 48%.
Haben wir bisher einen Punkt. Das sieht ja schon ganz ordentlich aus. Unsere Audioscanner haben zum ersten Funksignal angefangen, die auf dieser Welt ein. Offensichtlich begonnen mit so. Okay. Kleinen Moment mal. Das muss dann so eine Steinzeit oder so gewesen sein. Die hatte ich hier in Uzum und hier. Hier gerade. Nee. Oder doch? Nee, da war es nicht. Gut, hier drin. Und wahrscheinlich die da oben, die werden dann bald hier auch loslegen. Kaline. Naja, macht mal weiter. Ihr könnt da ruhig auch alle aufsteigen zu weltraumreisenden Völkern. Was sind das hier? Die sind schon alle wieder fertig hier. So, die kloppen sich da unten im Süden, alles klar. Die stellen ihr Botschaftsprogramm ein. Na klar, wenn ihr jetzt da im Krieg seid, kann ich irgendwie verstehen. Da ist ja, da kommen ja richtig schöne Flotten hier. Na gut, machen wir erstmal die Raumstation hier kaputt. Deshalb bin ich herüber, wenn ich denn zurückfliege. Oh. Da muss ich natürlich jetzt hier die Spearhead mal rausnehmen. Du kannst reparieren. Und dann geht ihr hier mal zurück. Und wenn ich den Pass denke, dass der sich eher wieder verdrücken wird, wo ist er denn? Im Moment fliegt er noch Richtung Mitte. Kolonieschiff. Jetzt geht's ja hier wie Brezelbacken. Ja, na, dann werde ich das hier mal so machen. Komm mal rein hier. So, was haben wir denn hier? Oh, das sieht ja gut aus, wenn ich das gerade schon sehe. Wenn ich hier reingehe, dann kriege ich die Nahrung und die Felder rundherum sind auch alles toll. Das sieht ja ordentlich aus. Wie weit? 6 Monate. Naja, gut, das wird gehen. So, der ist hier gleich so weit. Tja, die werde ich denn hier natürlich alle beide nicht optimal ausbauen können. Na, den packe ich dann einfach hier rein, was soll's. Baue ich noch ein bisschen was drauf. Der verdrückt sich schon wieder hier in die Richtung. Das haben wir nur schon gedacht. Naja, soll mir recht sein. Ich meine, ich habe ja hier. Das ist ja meine Bodentruppe. So, mal gucken, wie weit ist der hier? Ja, das passt auch. Okay, mach das da mal. Alles klar. Dann Raumhafen. Nehmen wir den da mal rüber. Bisschen kann ich ja noch bauen. Hier auf dem Planeten, bis der andere hier fertig ist, dauert es ja doch noch ein bisschen. Nach Vetrahydri, aha. Sind die unterwegs? So, da hatte ich den ja zum Reparieren hingeschickt. Tja, na gut, dann schicke ich vielleicht mal die andere Truppe da aus dem Sonnensystem noch vorbei. Und dann mal gucken. Der ist hier vor und zurück gesprungen, um hier hinterher zu gehen. Und da sind sie ja auch schon hier. Oh, oh, oh.
Warte mal, das ist vielleicht 1,2, das ist vielleicht ein bisschen optimistischer. Was haben wir denn hier? Das ist ein Zerstörer, das sind vier Zerstörer, ach, fünf Zerstörer, ich weiß nicht so recht. Naja, alle auf einmal würde schon gehen. Vor allen Dingen, nee, warte mal, das macht keinen Sinn, der hier ist ja noch total kaputt. Den hatte ich ja zum Reparieren dahin geschickt. Das machen wir mal lieber so. Der geht hier hin, der da hin. Und meine Hauttruppe, die verfolgt die sowieso. Dann müsste sie da eigentlich auch hinspringen. Tja, ich würde sagen, das war jetzt gerade der große Vorteil von dem Wurmlochantrieb. Die sind ja hier langsam rüber geflogen und ich, zack, und war ich da. Hätte ich mir gar nicht die Sorgen machen müssen hier, würde ich meinen. Die hauen schon wieder ab. Naja, die werden von mir verfolgt, soll mir recht sein. Dann bleibe ich aber hier und repariere da. Na klar. Und der soll die weiter verfolgen. Ist ja witzig. Schade, dass da die sich aus dem Kampf raus verdrückt haben, aber naja, gut. Was soll's? Ich denke, wenn ich die hier zusammen habe, ich bin schon wieder, ist ja wie bei Hase und Igel, ich bin all hier. Der kommt an. Naja. Naja, so nach und nach verliert er jetzt doch hier Haus und Hof. Jetzt habe ich ihn da doch erwischt. Da war der hin und her springende Igel doch schneller, wie so oft. So, immerhin habe ich hier die Zerstörerwerft dann. Was haben wir der Roboter? Naja, gut. In dem Mülllabor, das wäre natürlich schon ganz nett, aber ich denke, hier nehme ich dann doch jetzt mal die Kreuzer hier. Wobei, das ist durchaus eine Versuchung, ich gebe es zu. Immerhin, die kleineren Schiffe sind ja so schlecht jetzt auch wieder nicht. Das muss man ja auch mal feststellen. Also jetzt meinetwegen gerade Korvetten können in Massen hergestellt werden. Und ansonsten ist das ja auch nicht so übel von der Sache her. Das ist jetzt die Überlegung. Vielleicht nehme ich ja doch hier erstmal gerade hier die Ingenieurlabore noch. Ist ja doch für die Forschung ganz okay. Und wird da später, naja, wobei hier habe ich auch Forschungsabkommen. Die 25% werden mir über kurz oder lang wegfallen. Wenn ich die Yaskawas denn da irgendwo angreife, dann sollte ich vielleicht doch lieber eher noch ein bisschen teurere Technologien gerade nehmen. Ja, genau das werde ich tun, weil da ist der Nutzen ja dann doch größer von den 25%. So, nachdem ich den hier abgefangen habe, das ist ja schon richtig cool. Sollte denn hier auch ein Forschungsschiff hin? Der hat eine riesengroße Route gekriegt. Nehme ich doch gerade mal den hier, dass der denn hier sammeln kann. Das ist eine Flotte, die halt gerade keine Sorgenprobleme hat. Macht, wollte ich sagen, weil kein Feind. Bisschen sammeln hier bei dem würde ich natürlich schon. Der repariert hier. Der ist Wallas, der ist im Sonnensystem. Die fliegen hier hin und dann werden die da zusammen rübergehen. Naja, andererseits jetzt habe ich ja die Flotte hier gerade umgehauen, die er da wieder neu ausgehoben hatte. Denke ich, da gehe ich mal hier nach Balduruk. Das macht sicher Sinn. So, und dann sollte ich ja vielleicht auch mal noch wieder so eine kleine Rundreise machen hier. Über meine Planeten. Hier ist erstmal nichts nötig, aber hier ist eine Menge nötig an Upgrades. Da kann noch dann mal. Da hatte ich ja den hingeschickt. So. Passt. Erstmal schnell die Nahrung. Dann ziehen wir da auch gleich Grenzklinik rein. Und ich denke, dann werde ich hier erstmal den Blocker-Entferner schicken. Weil gerade mit den zweien sieht es doch dann schon gut aus. Und Abasus kriegt
Dann den hier. Okay. Tja, ich denke, das läuft doch. Also immerhin, jetzt sind wir hier schon bei 63%. Hab wieder mal eine kleinere Flotte abgefangen und vor allen Dingen, wenn die sich denn hier vereinigt haben, an der Stelle, dann sollte ich da auch kaum noch ein Problem haben. Das ist ja denn hier ein Zerstörer. Dann bin ich bei 5 Zerstörer, ein Korvett. Das ist noch eine Korvette. Naja, ein paar Korvette konnte ich noch brauchen. Die kommen ja hier schon dazu. Und wenn die dann zusammen sind, ich denke, dann läuft das schon. Und ja, naja, gut, viel fehlt sowieso nicht mehr. Ich meine, die habe ich mehr oder weniger drin. Das Ding ist ja auch schon besetzt. Ich würde denken, hier noch eine Raumstation, hier noch eine Raumstation, vielleicht ein, zwei Kämpfe. Und dann sollte es eigentlich schon gehen. Zusammen mit einer Blockade. Naja. Das sehen wir dann in der nächsten Runde. Für den Moment bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen. Bis dann.